Yo Freunde, herzlich willkommen zum neuen Gaming-Video hier auf dem Gunnelite-Kanal. Heute gibt's wieder ein Call of Duty 4 Wager-Match und zwar haben wir gegen richtige Sweater gespielt. Ich weiß, die meisten von euch werden die jetzt nicht kennen. Das ist Luke, Ryder und Fresh. Vielleicht, wenn der ein oder andere Competitive-Spieler hier am Start ist, weiß er, wer die Gegner sind. Auf jeden Fall richtig gute Gegner. Und das war hier die letzte Map. Wir waren 2-5 hinten und ja, lasst euch überraschen, ob es ein Comeback wurde und was genau abging. Auf jeden Fall war es richtig intens, das Match. Das war die letzte Map, wie gesagt. Und ja, das heutige Thema ist, warum Call of Duty 4 Remastered oder nicht Remastered, ist egal, ich nehme das jetzt als eins einfach, warum es das beste Call of Duty aller Zeiten ist. Meiner Meinung nach, ganz wichtig Leute, falls sich jetzt jemand schon aufgeregt hat über den Titel, hier auf diesem Kanal findet ihr meine Meinung bezüglich Call of Duty. Und ja, deswegen, meiner Meinung nach, ist es das Beste. Warum ist es das Beste? Und zwar, man kann es hier in dem Gameplay sehr schön sehen, es kommt einfach nur auf das Aim an. Es gibt kein Fliegen, es gibt kein Wallrunnen, es gibt, okay klar, die M16 Wombomb schon noch krass, muss man echt sagen, das können die aber noch patchen. Es war damals nicht so heftig, wie es jetzt ist. Aber es ist einfach so, du killst einen, lädst nach, machst weiter, schaust links, schaust rechts und es geht ganz normal so weiter. Und das ist einfach das Geile, finde ich. Genau das hat mir einfach gefehlt. Ich habe da keinen Bock, jemanden zu killen und überall hochschauen zu müssen, runterschauen zu müssen, auf die Wände zu schauen und einfach ganz gechilltes Call of Duty, was einfach taktischer ist. Viele sagen, ja, das ist nur Gecampe. Leute, die Runde geht halt 2,5 Minuten bei Search and Destroy. Klar, spielt man da manchmal ein bisschen langsamer und die Leute spielen auch generell ein bisschen langsamer. Ich meine, das ist ja auch bei Counter-Strike so. Die Leute chillen da auch viel und weil es einfach ein langsames Spiel ist. Das ist einfach das Ding, weil das Spiel ist nicht so, dass du innerhalb von Sekunden across the map irgendwie fliegen kannst und so. Und das ist genau das Geile, meiner Meinung nach. Die Maps sind einfach genial. Die sind einfach so krass. Genau diese Map, vor allem Crash, wenn ihr die mal auf Search and Destroy gespielt habt, die ist so heftig nice, finde ich. Und das ist für mich ein Grund. Also die Maps sind definitiv ein Grund für mich. Die Waffen sind für mich auch ein Grund. Das heißt, MP5, AKU, die Sniper, M16, alles einfach so geile, geniale Waffen einfach. Das ist so nice, finde ich. Und was noch dazu kommt ist, es gibt auf den Waffen, müsst ihr euch vorstellen, Leute, es gibt einfach nur, ich glaube, Granatenwerfer, ACOG-Visier, Rotpunkt und Schalldämpfer. Das war's. Es gibt kein Schnellziehen, es gibt kein langer Lauf, es gibt keinen Griff, sondern jeder hat einfach dieselbe, ja, denselben Recoil, sag ich mal, an der Waffe, wie jeder andere auch hat. Und das ist einfach das Geile. Es gibt nicht so viel Streaks, es gibt nicht so viel Perks, sondern es ist einfach sehr simpel gehalten, dieses Call of Duty. Und das ist genau das, was ich feiere, muss ich ganz ehrlich sagen, Leute. Das, klar muss man bedenken, Leute, dieses Spiel ist sehr alt. Es ist für Public jetzt nicht mega krass geeignet, das will ich gar nicht sagen. Da ist IW besser. Gar keine Frage, IW ist besser im Public als dieses Spiel, weil das Spiel einfach, müsst ihr euch vorstellen, was hat IW alles? Du hast verschiedene Rigs, du hast Killstreaks, du hast so viele Sachen, die dir das Game bietet, natürlich, weil Activision sich da so viel Mühe gegeben hat für den Public-Bereich natürlich auch. Und deswegen ist es klar besser in IW, ist einfach mehr Challenge, es ist einfach mehr Sachen, die du machen kannst in Public bei IW. Aber ich spiele das Game ja meist nur Competitive, deswegen kommt jetzt hier auch das nächste Competitive-Video heute. Ihr könnt mich auf jeden Fall gerne, könnt ihr mir in den Kommentaren sagen, was ihr für ein Video sehen wollt zunächst. Ich kann auch gerne Infinite Warfare mal bringen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich kann auch mal ein Live-Commentary bringen. Wie ihr einfach wollt, Leute, das ist mir ganz wichtig. Ich weiß jetzt, diese Videos, die ich jetzt hier anfangs mache, die haben jetzt noch nicht so viel Aufmerksamkeit und so viele Klicks, aber ich finde das gar nicht schlimm, Leute. Ich mache das auch nicht deswegen, sondern ich habe einfach angekündigt, dass ich jetzt hier jeden zweiten Tag ein Video bringe und das versuche ich auch einzuhalten und ich mache einfach meine Videos und ich merke mir die Leute, die von Anfang an dabei sind, Leute. Ich weiß, es werden noch mit der Zeit werden es ein paar mehr, die checken, dass ich hier regelmäßig was hochlade. Ist auch verständlich, weil hier jetzt sehr lange nichts kam, dass jetzt nicht die meisten jetzt hier nicht am Start sind, finde ich auch gar nicht schlimm, wie gesagt. Lasst mich einfach wissen, was ihr in den Kommentaren, was ihr so sehen wollt in der nächsten Zeit. Das wäre mir ganz wichtig. Es könnte doch von mir aus auch FIFA sein, wenn ihr mal FIFA sehen wollt oder whatever. Lasst es mich einfach wissen und ich werde es umsetzen, weil hier ist es noch recht übersichtlich mit den Kommentaren und ich sehe fast wirklich jeden Kommentar. Ich weiß nicht, Leute, ich krieg einfach nicht genug von dem Spiel. Ich suchte diese Wagers so krass, diese UMG-Matches. Das ist nicht mehr normal, das ist nicht mehr feierlich. Und es wird, jung, Leute, jetzt kommt das richtig Heftige. Macht euch gefasst. Es gibt wahrscheinlich in England bald ein LAN-Event in Call of Duty 4. Oh mein Gott, Leute. Und ich werde da hingehen, egal was ist, ich werde da hingehen. Ich habe schon mit den Veranstaltern geredet und gesagt, die sollen mir unbedingt einen Spot blocken für mich und mein Team. Und, Alter, ich war wieder auf LAN und zweitens dann in meinem Lieblings-Call of Duty. Es geht einfach gar nicht besser. Ich krieg jetzt schon so ein richtiges Kribbeln im Bauch. Ohne Scheiß, wenn ich nur daran denke, Alter, wie nerdy ist das denn? Aber ist mir egal. Und, ja, ich werde auf jeden Fall mit meinem Squad dort hingehen, einen Vlog machen dort und das alles aufnehmen. Ich hoffe, es kommt zustande, Leute. Ich werde mich auf jeden Fall mega dafür einsetzen, dass wir da hinfahren auf einem LAN-Event. Wenn ihr da Bock drauf habt, Leute, lasst einfach mal ein Like dort, einen Kommentar, wenn ihr Bock habt, mich wieder auf LAN spielen zu sehen. Wäre auf jeden Fall richtig nice, finde ich, Leute.
Und ja, gleichzeitig ist übrigens auf meinem Hauptkanal ein Video online gegangen. Zwecks meinem Geburtstag hat auch Anton mir Geschenke gemacht. Richtig korrekt von dem Jungen. Einfach könnt das auch gerne abchecken, wenn ihr möchtet. Und ja, ich würde sagen, das war's meinerseits. Das ist jetzt die letzte Runde. Ich lasse euch jetzt die Runde mal ganz gediegen alleine anschauen. Checkt das auf jeden Fall ab, wie wir das Ganze noch gemacht haben. Und ja, lasst auf jeden Fall ein Like da, Leute. Abonniert diesen Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns übermorgen nochmal. Haut rein, Leute. Und peace. Nigga, we made it.